Ja, ich bin auch sehr gesund. Ja, dann senke eben halt die Decke. Ach ja, ich weiß noch, wie ich mich damals dort so übelst abgerackert habe, weil ich nicht wusste, dass man runtergehen kann und dann mit dem Trampolin nach oben geschleudert werden kann durch die Okay. Portale. Da habe ich dann die ganze Zeit versucht, so per Hin- und Hergeschwenke dort die Geschwindigkeit aufzubauen. Kühl. Au. Lol, der Würfel hat gerade übelst rumgepackt. Okay. Mir gedacht, kann er sich mal entscheiden jetzt? Ich weiß nicht, kennst du den Portal 2 Bug? Das man wirklich sehr nah am Rand des Emanzipationsgrills vorbeischießen kannst. Was? Du kannst sehr nah am Rand des Emanzipationsgrills vorbeischießen. Okay. Also gibt es da einen Exploit? Ja. Scheinbar wurde die Überprüfung nicht komplett bis zur Wand manchmal gemacht. Und die Developer von Valve geschlampt. Ja. Oh, das ist ein Easter Egg. Ich hab irgendwie nicht. Toll! Was für ein Fail! Wie komme ich dort nochmal an den Würfel? So. Ich glaube so. Ja, so kam ich dran. Was denn? Was für ein Fail? Du hast ja jetzt auch schon wieder Schule, oder? Ja. Ich habe erst Mitte September wieder Uni. Und du bist jetzt in welcher Klasse? Vita, Mittelstufe, also 12. Okay. Und machst du dann Abi oder? Was? Machst du dann dieses Jahr Abi oder nächstes Jahr? Hat insgesamt 13 Klassen. So, nächstes Jahr dann? Nächstes Jahr ist Oberstufe, ja. Ah, das mit dieser Plattform, wo die dich ärgert, ist doch so scheiße, ne? Ich meine, das unterhält einen und hält einen wirklich auf, aber. Ist alles nervig. Stehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Was war denn hier nochmal? Achso, Fuck. Werd ihr verrückt? Okay. Ich habe auch so lange nicht mehr gespielt. Halt. Gut,
wurde das Konsole zu öffnen und Noclip einzugeben. Oder okay. Irgendwie. Lol. Hab ich den Knopf gedrückt? Meine Fresse, ey. Kann auch sein, dass ich ein bisschen drunk bin. Ja. Ach, endlich. Weiß nicht, ob gestern oder nee, vorgestern war das. Da habe ich 5 CSGO-Matches gemacht. Hab auch alle gewonnen, ne? Aber ich war beim. Also ich habe jedes Mal im Shop getrunken. Wenn was? Wenn ich irgendwie einen Frag gemacht habe oder so. Mhm. Auch teilweise Top-Fragger. Ich habe mir gesagt, bei jedem Frag trinke ich einen Shot. Ach du Scheiße. Dann war ich Top-Fragger. Bei meinem passiert? PC kommt gerade so übelst scheiß warme Luft raus. Muss ich mal schauen, bei mir geht das eigentlich. Die 89G dreht nur einen Lüfter, obwohl ich auf 4K spiele. Dreht sie nur einen Lüfter von 2. Ich stell einfach mal ein bisschen runter die Grafik. Wieso stellst du dich runter? Ach, keine Ahnung. Ist ja nicht so, als würde kochend heiße Luft rauskommen. Weißt du, ich hab 4K 60 FPS Ultra mit 8x MSA und krieg teilweise 70 FPS auch ab und zu mal. Und trotzdem dreht sie nur einen Lüfter. Jetzt frage ich mich, wie es hier weitergeht. Ich muss da doch nur noch da hoch. Ah ja, stimmt. So war das. Ich rede hier viel zu viel und mache aber nichts. Ja. Aber ich denke, ich hole mir eventuell zu Weihnachten einen zweiten 4K-Monitor und. Kannst du mir auch einholen? Na gut, kein Scherz. Vielleicht, eventuell. Tue ich dann in meiner Amazon-Wunschliste und du kaufst das dann. Na klar, Weihnachten. Giveaway. Sponsored bei Obama. Nee, Spaß. Und ich habe daneben zu weit daneben geschossen und bin tot. Und ich bin mir am überlegen, eventuell die 1080 zu holen oder auf die 1080 Ti zu warten. Aber dann eventuell nur mit dem Monitor Upgrade dann. Und ja, ich habe mir, denke ich, nur eine. Okay. Weil Sandwich hat mir nicht so gefallen. Ich hatte ja mal 2 89 Ti's und die wurden relativ heiß im Sandwich. Die haben, ich bin so schlau. Die haben beide 250 Watt mit 2 8 Pin Stecker, ne? Mhm. Und ich habe ja ein 800 Watt Netzteil und die haben beim Max Peak haben die, ich habe die ja auch übertaktet, ne? Haben die einfach mal 500 Watt zusammengezogen. 500 Watt. Und CPU habe ich auf 4,8 GHz übertaktet. Mhm. Blob. Und das hat einfach mal, das hat einfach mal schon 100 Watt gezogen. Kannst du dir vorstellen, 600 Watt auf dem 800 Watt Netzteil ist schon relativ knapp. Oh, ein Lob. Aber dafür hat man ja ein 800 Watt Netzteil. Hm. Ah ja, mein 600 Watt Netzteil reicht ja komplett unter Volllast. Hm. Warum riecht das hier so leicht angebrannt? Na gut, war ein Scherz. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Das ist nicht witzig.
glaube, ich verliere hier gnadenlos. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie es weiterging. Ach, da! Nein! Ich habe den Würfel nicht mitgenommen! Ich hab den Würfel nicht mitgenommen! Meine Fresse, bist du schlau. Ich bin auch übelst dicht gerade. Oh, zum Glück, Alter, das war knapp. Hab schon wieder Angst und Bange gehabt. Shutting down. Weil wir haben ja Zeit bis zum geht nicht mehr, ne? Hast du gemeint? Lol. Der Würfel ist auf der anderen Seite. What the fuck? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte den Würfel mitnehmen. Komm mit, Stabino. Da will ich nicht durch. Ach ey, wir haben noch eine Menge vor uns. Wir haben richtig viel vor uns. Und wir haben jetzt schon 23 Uhr. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten. Bestimmt 4 Uhr werden oder so. Oder 3-4 Uhr. Sauerstoffzufuhr, Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Ach so, ja. Gestern war nicht mein Geburtstag. Ach, du hattest gestern Geburtstag? Das meint Dingers hier. Achso. Du hattest kein Geburtstag, ne? Natürlich liegt es schon etwas länger her. Das hatte ich vergessen zu gratulieren. Ist nur der 27.8. Ich habe ein nachträgliches Geburtstag. Ja, ist ein bisschen länger her. Ein paar Wochen, eine Woche. Schon vergessen, wie ich heute ist. Also im August hätte ich das sofort sagen können, weil ich habe im August einen Ferienjob gemacht. Mehr oder weniger. Mhm. Und darum habe ich jeden Tag das Datum mehrmals aufschreiben müssen auf die Teile und unterschreiben müssen. Habe ich auch gewusst, wie ich das sofort ist, jeden Tag. Aber jetzt, wo man hier wieder in den Ferien ist, denkt man sich, wie ich aber heute nochmal? Scheiße. So viele Ansprüche hier. Dabei hat man ja Handy und so. Ich faile hier total. Ich verzeihe dir. Jetzt weiß ich, wie ich mit dem Würfel umgehen soll. Erstmal der kommt hier weg. Komm, welches Portal habe ich gesetzt? Vielleicht sehe ich das. Blau, das sieht man hier durch die Wand, das ist cool. Ja. Aber das war doch schon die ganze Zeit so, oder nicht? Ja, aber mir ist das jetzt erst aufgefallen. Weil früher hätte ich das nie so gebraucht. Weil ich mir das immer gemerkt habe und dann, wenn ich es mal falsch gemacht habe, dann habe ich dann habe ich mich abgefuckt. Dann habe ich einfach anders nochmal gemacht. Ich bin gerade bei dem Reh. Aber macht Spaß wieder zu spielen, weißt du? Es macht echt Spaß, das wieder zu spielen. Wo man es auch. Vor allem, wenn du ein Spiel wieder neu entdeckst, weißt, wo du schon lange nicht mehr gespielt hast. Was? Da macht. Wenn du ein Spiel neu entdeckst, was du schon lange nicht mehr gespielt hast, macht das viel mehr Spaß, als wenn du, keine Ahnung. Jeden Tag GTA spielst oder so und dann immer das Gleiche. Dann wird es auch langweilig, ne? Faro.